Also nochmal hier rein. Ach, wir können mit der Leiche interagieren. Ah. Jedenfalls jetzt können wir mit der Leiche interagieren. Die Leiche einer Frau liegt hier. Sie trägt die Lederrüstung eines Waldläufers. Den Wunden nach zu urteilen, wurde sie von Goblins erschlagen. An ihrem Finger findet ihr einen Ring mit der Inschrift in ewiger Hingabe Maghreb. Was ihr tut, nachdem ihr den Ring an euch genommen habt, beerdigen wir die Leiche mal. So, jetzt haben wir Rissas Ring. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Ich werde mich im Hass umdrehen, darum kümmern. Jetzt spreche ich mal out of character, aber dieser Idiot von Adoy. Oder Adoy. Richtet mit seiner wilden Magie einen Haufen Schaden an und ihn kümmert sich mal wirklich, habe ich das Gefühl. So einen sollte sich Nera definitiv nicht als Vorbild nehmen. Oberflächenbewohner können so dumm sein. Wieso ist der Schwarzbär jetzt aggressiv? Das wird kein schneller Tod. Olaf Saar? Worum geht es diesmal? Ich werde mich darum kümmern. Ist der letzte jetzt auch aggressiv? So, Kumpel. Vergreift euch nicht. Habt ihr herausgefunden, wo diese Goblins meine Rilsa ermordet haben? Ich habe diesen Ring gefunden. Euer Name ist dort eingraviert. Als schenkte ich ihn Rilsa. Habt ihr ihre Leiche gefunden? Habt ihr sie anständig beerdigt? Ja, das war das Mindeste, was ich tun konnte. Danke, danke, Brenoir. Ich habe dir nicht meinen Namen gesagt. Nach allem, was ich in letzter Zeit durchmachen musste, weiß ich nicht, ob ich noch die Kraft gehabt hätte, es selbst zu tun. So. Wir haben denjenigen Ort gefunden, an dem Rilsa von den Goblins erschlagen wurde. Wir haben sie angemessen beerdigt und den Ring, den wir bei ihr fanden, an Maghreb übergeben. Angesichts der ganzen Umstände schien er recht glücklich mit dieser Lösung. So, jetzt wieder an den Goblins hier vorbei. Und wir können das Gebiet verlassen und uns das angucken und dann das. Hier müsste es auch noch ein Gebiet geben eigentlich. Müssen wir mal wieder zur hohen Hecke reisen. Ah ja, erstmal das und das Gebiet. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ihr braucht nur zu fragen. So. Sahedra. Ihr braucht nur zu fragen. Ich bin ganz Ohr. Ich wette, ihr gehört zu diesem Abenteuer. Gesorgt, dass die Welt verbessern will oder so.
Dann knüpft euch doch mal die Oger im Süden vor, wenn ihr euch dann besser fühlt. Auf Ogerjagd. Ja, das ist da. Was haben wir eigentlich hier noch offen? Halboger nahe Berikost. Mörder Basilus, das muss ich noch im Tempel abgeben. Die Ogerjagd. Sahedra, eine ziemlich verwirrte Zwergenkämpferin, hat mich vor einem Ogerlager im Süden gewarnt. Jael-Kales? Ja? Ja, das können wir mal ausmachen. Wie ihr braucht, nur zu fragen. Also im Süden ein paar Oger verdreschen. Ich würde immer noch gerne wissen, warum die Oger hier gelb sind. Also ja, das waren sie schon im Classic Baldur's Gate. Die sind auch, glaube ich, erst seit Baldur's Gate 2 haben sie eine gesunde Hautfarbe. So, was hatten sie Schönes bei sich? Oh, Farbkugeln. Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Ja, ich habe Farbkugeln gelernt. Und ich muss mal zur hohen Hecke Zauber kaufen und lernen. Beim Nera. Ja? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Verschont keine. Wie kann ich, wie ihr wünscht? Wer hab ich tun? Worum geht es? Ja? Wie kann ich helfen? Nein, und verschwinde. Hobgoblin-Elite. Der will gerade nicht sterben. So. Ring. Pfeile. Ups, Pfeile gehören nicht zu dir, sondern auch zu dir. Du hast nichts. Du hast Pfeile und Edelsteinchen. Du brauchst mal wieder neue Munition. So. Oh. Gut. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Was hat die Leiche bei sich? Schnelligkeitsöl und vergiftetes. Oder ein abgelaufenes, besser gesagt. So, irre Zwergin, die Oger sind tot. Ich bin ganz ohr. Das ging aber schnell. Verflixt, ich weiß nicht. Sucht euch jemand anderes zum Plaudern. Ich mag keine Fragen- und Antwortspiele. Ich habe zu tun. Ich habe die Oger getötet, von denen Sahedra erzählt hat, als ich davon berichtete, dass sie dachte, sie so anstrengend darüber nach, was ich noch für sie tun könnte, dass sie glatt meine Belohnung vergaß. Naja, ein paar gute Oger sollten Belohnung genug sein. Okay, jetzt gehen wir mal nach Norden.
Noch ein Ogre-Berserker. Zwei Ogre-Berserker. Da ist mein Zauber vor die Hunde gegangen. Worum geht es diesmal? Ja, mein Schatz. Okay. Ja, wie ihr wünscht. Mal wieder Zeit zu rasten. Manchmal bin ich überrascht, dass ihr euch immer noch mit mir abgebt, wenn man bedenkt, wie gefährlich meine Magie sein kann. Ich halte eure Magie eigentlich nicht für so gefährlich. In meinen Augen wiegt der Nutzen die Gefahr auf. Gabe dir schon wieder darüber. Sind wir mal ehrlich, in meinen Augen wiegt der Nutzen die Gefahr auf. Reden wir immer noch über meine unbändige Magie? Aber natürlich, worüber denn sonst? Ihr seid mir erst nur eine Hinsicht gefährlich. Die Frage ist doch, wie lange ihr mich noch warten lasst, bevor ich endlich eine Belohnung bekomme. Verzeiht, worüber reden wir gerade? Ich war im Geiste gerade ziemlich weit abgeschweift. Sollen wir uns drauf einlassen? Irgendwie habe ich Lust drauf. Genau, das ist doch das Tolle daran. Wenn man mit ihr unter den ungünstigsten Umständen nicht zurechtkommt, verdient man sie auch unter den günstigsten Umständen nicht. Reden wir immer noch über unbändige Magie? Von euch könnte man das Gleiche behaupten. Sei es nun mit oder ohne unbändige Magie. Empfindet ihr wirklich so? Kommt etwas näher, dann zeige ich euch, wie ich empfinde. Genauso und nicht anders. Wartet, nein, es tut mir leid, die Empfindung ist wieder weg. Ich weiß nicht, manchmal möchte ich euch etwas sagen, aber dann verliere ich den Mut. Okay, wir sind Barde. Dann sind wir auch mal bardisch. Kommt näher. Nun, wenn ihr das so sagt... Siehst du auch, ich bin für die eine oder andere Überraschung gut. Gar nicht übel für den ersten Versuch. Diese Selbstsicherheit steht euch. Die Art und Weise, wie ihr manchmal vorstürmt. Nun, sie macht auch mich zuversichtlicher. Das ist gut. Wir sollten mehr über unsere Gefühle reden. Genug geplaudert. Mund ist nicht nur zum Reden gut, Süße. Ich hab hier meinen Schlafsack und da drüben ist so eine abgelegene Ecke. Nehmen wir die Eins. Nein, nicht jetzt. Es ist so aufregend. Ich hoffe schon seit einiger Zeit. Lass uns darauf ein andermal zurückkommen, wenn wir mehr Zeit haben. Okay. Es ist offensichtlich... Muss aufpassen, was ich sage. Es ist offensichtlich, dass Nera noch gelegentlich eine Bestätigung ihres Wertes für die Gruppe oder für mich persönlich braucht. Was auch immer als nächstes kommen mag, eins ist sicher. Ich muss sehr behutsam mit ihr umgehen und aufpassen, was ich zu ihr sage. Sie ist sehr zart besaitet. Ja, und ich will nicht, dass sie mein Gesicht wegschmilzt. Oder mich ankokelt oder in ein Huhn verwandelt. Was mit dem letzten sprechenden Huhn passiert ist, wissen wir ja. Und wir haben gar nicht gerastet. Richtig? Hi. Doch, wir haben richtig gerastet, aber wir haben die Heilzauber nicht benutzt jetzt gerade. Warum ist hier ein Kobold-Kommando? Sänger möge die Dunkelheit herrschen. Bringt mich los zu Okay. Wir könnten auch einfach jetzt erst einmal Heilzauber so benutzen. Vita, Mortis, Aion.
So. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jetzt sind wir wieder einigermaßen gesund und munter. Können weitergehen. Ich habe gerade zweimal hintereinander gespeichert.